Hallo Leute, willkommen zurück zu Dinecraft hier auf der City Build. Und ja, es geht wirklich weiter mit dem Freizeitpark. Heute mal wieder ein bisschen Musik dabei. Ist mal wieder was Neues, auch in der Videobeschreibung verlinkt. Die Leute, die Titel hier zusteuern. So, aber wir gehen zum Warp DCRF. Den hat der. Oh, guck mal! Ein Apfel-Laptop. Lecker. Aber da kann ja nichts machen. Da hat keine Kiste, oder? Wir haben ja auch neu, würde ich mitbekommen. Hi. Nix gibt es. Ich möchte weiterbauen und zwar brauchen wir jetzt weiter Schienen. Also jetzt geht es ja um den unteren Teil. Oben ist ja fertig. Redstone und Schienen. Ah, wir haben gar nicht mehr so viel. Hallo? Was ist denn da los? Und ich wollte ja diese... Oh, wie macht man die nochmal? Diese coolen Steine da. Die waren richtig cool. Ich glaube, die kriege ich gar nicht hin, ne? War das überhaupt mit den Steinziegeln? Warte mal, ich probier's mal. Zack. Ja, genau. Gib mir doch mehr. Sowas auch nicht. Ah, ich weiß gar nicht, wie die ging jetzt gerade. Egal, dann mache ich erstmal das mit den Schienen nur. Und ich brauche dafür auch noch Zäune. Generell muss ich das Ding noch einzäunen. Baumaterial Holz ist da. Da ist gar nichts drin. Ich glaube, unten nehme ich dieses Birkenholz. Ja, so ein bisschen mehr mit. Dann haben wir auch noch Tore. Da können wir ruhig mal... die hier nehmen. Ich glaube, so hatte ich es auch. Boah, ich wollte schon wieder fliegen jetzt. Ich war gerade noch auf dem Testserver kurz. Hab da noch zwei neue Bilder hinzugefügt. Also, das ist jetzt nur eine Testphase für die zwei Bilder. Da komme ich auf jeden Fall nochmal drauf zurück, wer das dann sein wird, wenn dann die ersten Ergebnisse da sind. Alles erstmal auf Probe, weil so von den Ideen war jetzt nichts, was mega geflasht hat. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass der eine richtig gut dekorieren kann. Und der andere hat sich halt bemüht und immer wieder nachgefragt, wie sieht's aus. Also da hat schon... Also das Interesse war da. Und ja, wir gucken einfach, wie das jetzt läuft demnächst. Hopp. Also was da dann bei rumkommt. Und dann werdet ihr das auch erfahren, wenn es soweit ist. Ah krass, zum Glück habe ich genug mitgenommen. Ey, ich muss ja eigentlich mal Wiese hinpacken, ne? Warte mal. Hier vorne muss da... Oh, da muss da auch noch eine Hütte hin. Weiß ich gar nicht. Wie viel hatte ich denn da Platz? Wie viele Tore waren es denn? Ich glaube nur drei, ne? Also... Ich finde das cool, wenn es drei sind. Und die haben auch extra eine andere Farbe. Weiß ich noch nicht, wie ich diesen Weg mache. Irgendwie so ähnlich wie da. Wäre doch ganz cool. Muss ich aber jetzt passen, weil da habe ich das Material nicht dafür bei. Ich will nämlich jetzt erstmal hier so ein bisschen den Anriss machen, wie das dann jetzt hier nach unten geht. Also, Moment mal. Och, hier geht ja wieder Optifine. Wie gut. Da fährt man dann runter. Da fällt man dann runter. Also fährt und fällt dann. Und das heißt, es müsste genau hier in der Mitte anfangen. Alter, was habe ich denn für eine blöde Spitzacke jetzt am Start, ey? Dein Ernst? Ah, die andere ist halt beim letzten Mal draufgegangen. Da mache ich mir wieder eine Stinknormale aus Eisen. Oder, nee, ich habe doch bestimmt hier noch Werkzeug. Das ist ja extra nur für den Freizeitpark gedacht, das Werkzeug. Wenn da vorne noch irgendwo welches mit drin ist. Oh je. Ich weiß gerade auch nicht, ob da hinten die Achterbahn fertig ist. Ich werde es erst am Wochenende wieder schaffen, auf dem TS zu sein, wahrscheinlich. Es ist richtig viel los halt gerade. Oh, da ist doch. Aber nur Stein? Ist blöd, nur Stein. Warte mal, vielleicht hier vorne? Und dann kann ich jetzt auch eigentlich Material mitnehmen. Hm, da ist auch keine mehr drin. Material, Diorit. Dann noch polierter. Ich nehme mal das Doppelte von allem mit. So, ich weiß nicht. Ne, hatten wir die? Die war noch gar nicht verbaut, ne? Na, wo bin ich denn hier? Da.
sein, dass die hier nur verbaut waren. Und, warte. Davon. Und, warte. warte. Davon. Poliert, genau. Die sollten reichen. Vielleicht noch so ein paar Treppen. Bauzeug. Ich nehme gleich auch noch Doors auf. Ich habe hier jeden Tag Aufnahmemarathon und dann schaffe ich trotzdem nicht so viel. Das ist krass. Momentan ist das so krass. Und Life in the Woods ist heute auch noch dran, damit morgen noch ein Part kommt. Oder zu dem Tag, wo, Zeitpunkt, wo ihr jetzt gerade guckt, kommt heute Abend 17 Uhr Life in the Woods. Deswegen ein bisschen hektisch gerade alles hier. So, was brauche ich noch? Birkenholz auf jeden Fall, ne? Das war es nämlich gerade nicht, was da alles drin ist. So, SMS lese ich nicht, kennt da ja von mir. Außer ich weiß wirklich, was da drin steht. Renn ich hin und her. Warte, oh, da war doch Holz. Da haben wir zum Glück auch noch genug. Aber Schienen gehen halt zur Neige. Ich glaube, man könnte auch langsam wieder sagen, wir brauchen wieder Farmer. Und dann werden wir das auch wieder in dem Google-Dokument aktualisieren, was wir unbedingt benötigen an Rohstoffen oder generell Baumaterial. Und dann könnt ihr wieder loslegen. Und für diese Wege brauchen wir eigentlich auch noch Bilder, die halt wirklich nur... Alter, wieso ist... Ach, weil hier nie jemand rumrennt, ne? Die eigentlich nur Wege und hier zum Beispiel Laternen, die noch gar nicht hier stehen. Jetzt könnte man die übernehmen, aber so viel Glowstone haben wir nicht. So, Moment. Och, ich hab jetzt die Spitzhacke vergessen. Mann, sag doch mal einer was. Wahrscheinlich habt ihr es eh gesagt. Bringt nur nix. Warte mal. Hätte ich auch vorhin machen können. Wow, DCRF. Gesponsert von Sakima Unleashed. Dün. Sticks habe ich auch nicht mehr. Oh, da sind noch welche. Sehr gut. Genau. Spitzhacke. Jetzt wollte ich nur nochmal nachschauen. Wir können ja eigentlich nebenbei mal hier... Ich glaube, das brauchen wir nicht. Da wurde noch was gebrannt. Sehr schön. Die Leute denken mit. Eisen wird demnächst benötigt. Warte mal, wir teilen es nochmal auf, damit es schneller geht. Einfach, weil wir so viele Öfen haben. Ich mach vielleicht auch mal... P-Time ist das ja hier. P-Time Day. So, und das Mikro noch ein Stück rüber. So. Und, ja. Ich weiß gerade nicht, wie man das nennt. Diese Membran, dieser Popschutz, genau. Den muss ich auch nochmal gerade richten. So, aber jetzt geht es los. Boah. Schon 8 Minuten rumgegammelt hier. Egal, wir machen auf jeden Fall noch ein bisschen was. Irgendwie das Dach sieht schon ein bisschen mickrig aus, ne? Könnte man es nicht vielleicht doch noch irgendwie ein bisschen cooler gestalten? Vielleicht aus Schwarz? Aus schwarzem Ton? Dünnt. So, genau. Wir waren hier an der Stelle. Haben wir erstmal falsch gesetzt. Sollte man nicht vielleicht sogar so machen, dass wir... Ah, man könnte hier das ganz gut anschließen. Aber ich will das schon... Also ist es leider nicht... Könnte man das verschieben lassen von jemandem? Der nach da? Der nach da. Man könnte das Ganze hier verschieben, aber... Das geht dann hier mit dem Boden nicht auf. Mach das mal anders hier. Das gehört ja noch zum Park. Wir können auch die Brücken so ein bisschen anpassen, wie wir möchten. Wir müssen jetzt irgendwie hier auch einen Übergang machen. Irgendwas muss da hin. Ja, vielleicht genau so. Und dann hier. Ich weiß nicht, ob man es auch noch grün macht. Und hier irgendwas reinpacken, aber egal. Warte, wir machen erstmal jetzt das hier. Ist das so richtig? Sieht eigentlich auch ganz cool aus.
das dann hier noch so macht. Oh. Nein! Jetzt muss ich es doch wahrscheinlich einzeln setzen. So, dann... Geht das dann auf? Yo, yo, yo! Ist schon cool. Ach, die Platten, ne? Komm, eigentlich die ja, die habe ich nicht dabei. Das ist auch ehrlich gesagt zu krass. Macht man hier noch so einen hin? Das passt auch nicht so ganz. Ja. Einfach nur so. Naja, das ist langweilig. Dann machen wir das Muster hier weiter. Ich klaue mir mal Plattengrad. Ich will jetzt deswegen nicht zurück. Ich will nur gucken, wie es aussieht. Nein. Oh. So, und hier muss eigentlich... Sieht ein bisschen komisch aus, ne? Ich lasse es erstmal so, weil hier kommen ja dann noch Hütten dran. Also der Ausgang ist eigentlich später sogar da. So, was hatte ich gesagt? Mitte ist richtig, ne? Und dann waren es 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich gucke nebenbei auf meinem zweiten Bildschirm. Da ist die Dings drauf und... Hier fängt die an, runterzufahren. Die Schiene. Sozusagen. Jetzt habe ich nur kein Bild von oben gemacht. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt eigentlich... Da unten wurde es, glaube ich, nochmal bepowert. So, damit man hier auch nicht drauf treten kann. Ne, ist ja auch alles ein bisschen gefährlich. Nicht, dass hier jemand umgefahren wird und den Park verklagt. So, hier kommt schon so eine Markierung rein, damit ich das weiß. Da wird dann später das Kart so reingeführt. Warte mal, was ist mit der Mucke los hier? Ach, da ist er ja schon wieder. Gut, brauche ich gar nicht gucken. Ich habe mich nur gewundert gerade. So, und dann hier doppelte Absicherung natürlich. Wie ich immer fliegen will, ne? So, das hatten wir. Dann die andere Seite. Die geht genau hier los. Eins... Und wie viel sind es dann? 2, 3, 4, 5, 6. Das passt aber. Und hier fährt dann das Kart nach unten. Wenn das richtig funktioniert, sollte das nach unten fahren, ohne einen Passagier. Was? Silizium aktiviert? Hä? Was will der denn? Wobei, da muss noch einer drauf. Ich habe das hier eigentlich in der Farbe wie da, also mit den roten Steinen gemacht. Und hier kann man zwischendurch auch noch mal so ein bisschen was anderes reinsetzen, ne? So für die Abwechslung. Das mache ich aber jetzt nicht. Das ist Feinschliff. Ich will jetzt erstmal nur das Ding fertig haben. Und dann gucken wir mal, wen wir uns einladen könnten in eine Folge, der uns dann hier das Redstone setzt. Ich weiß nicht, ob es nur ein Admin kann oder auch die Mods. Admins sind es ja nur noch zwei leider, Mods gibt es aber allerhand. Und zwei hatte ich auch schon, wenn ich jetzt keinen vergesse, hatte ich schon zwei in meinen Parts. So, und jetzt muss ich nur gucken. 1, 2, 3, und hier geht es dann auch nach unten. Allerdings, glaube ich, ist man dann erst hier draußen.
weiß leider gerade nicht, wie tief das hier war. Das hätte ich jetzt auch schon machen können. Und da, das muss ich unbedingt, wollte schon sagen, das muss ich unbedingt testen, ob das so funktioniert. Oder ob man das Schaden bekommt. Ja, warte mal, geh nochmal weg. Ich hole dann mal ein Minecart und gucke, ob das geht. Wenn ich das setzen kann hier. Ups. Weil ich finde das mega cool. Dadurch kannst du nämlich nicht irgendwo hier reinrennen. Der Ausgang wird dann hier, dann kommt hier noch so ein kleiner Weg. Oder hier geht es dann so rum um den Park, dass hier dann so eine Kreuzung ist. Vielleicht hier dann so schräg in die Richtung. Und ich bin mal gespannt, was dann die neuen Bilder so sich einfallen lassen. Und generell, wir brauchen eigentlich auch noch fleißige Hände, die dann zum Beispiel hier alles zu Gras machen. Ihr seht ja, die ganze Fläche muss alles noch Gras werden. Erstmal, also was dann später draufgebaut wird oder geändert wird oder ein Parkplatz oder so, alles egal, aber Stein geht gar nicht. Also ein Freizeitpark, es gibt Wege, aber sonst ist da viel Gras drumherum eigentlich. Gut, die richtig krassen, die haben natürlich kaum Gras, weil da alles so eng aneinander steht. So, was wollte ich denn jetzt gerade? Ein Minecart. Brauche ich Eisen. Dödöd. Ich wette, es geht nicht. Kann ich eigentlich auch hier schon testen, ne? Ups. Doch, das geht, okay. Na, ich habe zwar schon in vielen Shops gesehen, dass da Minecarts rumfahren, aber ich hatte irgendwie auch so im Hinterkopf, dass es gar nicht geht zu setzen, aber wer weiß. Womit ich das jetzt verwechsel. Wahrscheinlich mit Redstone oder vielleicht sogar diesen Trichtern, weil die auch aus Eisen gemacht werden. Vielleicht ist da so irgendwie die Intention daher, dass ich dann dachte, das geht nicht zu setzen, ein Minecart. Ich laufe hier immer so am Rand da hin und her, um den Weg zu sparen. Oh, ich hätte mal einen Grasblock mitnehmen können, ne? Ich will das jetzt hier eigentlich auch nicht kaputt machen, damit das darüber wächst. Hä, hatte ich nicht hier irgendwo aufgemacht? Da habe ich schon wieder zugemacht. Okay, man kriegt keinen Schaden. Also funktioniert das so. Auf meinem Testserver ging das, aber ich wusste nicht, ob ich da überhaupt das auch mal im Game Mode 0 probiert habe. Man kann ja generell, ich weiß nicht, ob es geht, aber hier in diesem Bereich den Schaden ausstellen, weil es wäre halt blöd, wenn es mal durch Leck irgendwie zu einem Unfall kommt. Aber wahrscheinlich muss man dann irgendwo den Hinweis mit hinstellen, Benutzung auf eigene Gefahr. So, und hier ist dann im Prinzip diese Aktivierungsschiene und hier die eine Schiene, die das Minecart so zum Wackeln bringt. Da wird man ja runtergeschmissen. Das Kart verschwindet da unten. Habe ich auch schon mal gezeigt. Auf meinem Testserver funktioniert das. Ob es hier funktioniert, werden wir sehen. So, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie tief ging das da rein. Das ist halt ein bisschen blöd gerade. Aber hier können wir nochmal gucken. Das können wir noch machen. Immer aufreißen. Da, wo das Minecart dann verschwindet. Bin ich richtig? Ja, richtig bin ich. Ich weiß jetzt nicht, wie viel darunter muss. Ob zwei schon reichen? Ist natürlich dann hier auch noch angepasst. Habe ich doch ein bisschen was dabei. Ja. Muss halt irgendwie immer cool aussehen, ne? Das finde ich irgendwie ist Fusch dann. Wenn man das dann nicht hier mit ändert, so dass beim Reingucken halt cool aussieht. Dann auch hier natürlich. So, ja, eigentlich muss ich dann auch weiter. Aber man könnte ja dann sagen. Da hängt dann sowas. Ah, da geht's gar nicht durch, glaube ich. Ja. Boah.
Das heißt, den muss ich dann einen weiter drin setzen. Nicht hoch. Boah, du blöd. Mann. Hui. Da dreht sich das noch, ne? Ja, okay, das müssen wir noch ändern hier. Aber so sieht das schon mal ganz nice aus. Ich glaube, es geht 3 nach unten. Am Ende ist das auch egal, wenn es jetzt tiefer ist als wie beim Vorgebauten. Ist völlig wurscht. Wurscht, wurscht. Ist jetzt nicht so viel, was ich geschafft habe. Und das sieht irgendwie echt noch komisch aus. Vielleicht macht andersrum sieht es ja eigentlich nicht besser aus, ne? Na. Ja, auch so sieht es jetzt nicht besser aus. Vielleicht machen wir da einfach ganz normale rein. Da hat man noch so ein bisschen das vom Weg mit, aber es ist dann schon. Also es verbindet sich dann komplett. Ja, das sieht schon besser aus. Vielleicht könnten wir die Treppen drin noch verbauen. Ja, was nun? Ja, wir machen noch Folgendes. Ach, da waren ja auch wieder die Platten. Die habe ich nicht dabei. Geht dann trotzdem nicht auf, ne? Setze ich aber da rein. Ist jetzt dann auch egal an der Stelle. Warte, komm, dann machen wir es gleich fertig. 2 Plättchen. So. So. Geht schon. Hoi. So, und dann geht es hier weiter rum. Muss ich mal gucken, wo das dann hier reingeht. Da ist noch einer Platz dazwischen, genau. Also hier dann rum. Und dann verschwinden hier unten die Minecarts. Die muss dann irgendwie nur mal jemand ausleeren. Die sollen dann hier gegen einen Kaktus fahren. Und da oben ist aber Wasser, muss ich jetzt aufpassen. Das bringt ja nichts mehr, das Wasser hier, ehrlich gesagt. Machen wir erstmal so. Da muss ich halt aufpassen, dass das dann da unten alles landet. Aber gut, ich würde sagen, an der Stelle bin ich erstmal raus. Raus! Da, raus. So. Kurze Ausraster. So, ich danke euch an der Stelle fürs Einschalten. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Macht mit beim Freizeitpark und haut drin. Bis dahin. Tschüss.